Aurora, das verbrannte Kind. Seit langem teilen dieses Schicksal du und ich. Verstoßen wurden wir, wandeln unter Gemeinen und Schwachen. Weshalb deine törichte Mutter Lemuria verließ, frag ich mich. Mörder! Ha! Die größte Zivilisation stammen ab von Zynbel und dem Weisen. Du bist Erin, des Eroberers Kind. Wir Entdecker erbten die Welt, lasst sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim, Erbe auf den Thron. Prinzessin, Unsinn, ich bin nur Aurora, lasst euren Hohn. Der Stein ist hier zu Staub zerfallen, verwaist die alten Hallen. Was erstmals war, ist lange tot, das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer leben noch, trotz all ihrer Mühen. Du bist erst fort, bauen wir's neu auf und lassen es erblühen. Überlassen willst du dieses Land dem gemeinen Pöbel? Wir kämpfen hier Hand in Hand und gegen der Bürger übel. Sie hat recht, das ist größer als meine Familie, ich oder sie. Erheben will ich mein Schwert für die Populi, für die Kategida, für die Aerostati, die Capilli. Für Jans Lemuria. Gemeinsam kämpfen wir, haha. Ich vollbringe, was Mutter nicht gelang, und beende eure Häresie. Dieses Land ist mir untertan, Freiheit gewähre ich ihm nie. Und damit herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Jetzt geht's gegen die böse Umbra. Hat sich jetzt auch in ihre wahre Gestalt verwandelt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die sind alle verflucht schnell. Und die Musik wird immer heroischer. Pass auf, ich versuche die mal zurückzuwerfen. Und diesmal gehen wir gleich auf Nummer sicher. Und hauen uns so ein Unaufhaltsamkeitselixier rein. Dass wir bloß nicht unterbrochen werden. Rüstung. Und was wir vielleicht machen sollten, ist mit Licht angreifen. Die sehen mir alle recht finster aus. Oh, wen beschleunigen? Oh, verlangsame ich. Wir können es aber trotzdem mal mit Monsun probieren, solange der noch da ist. Und die Retouren, was auch immer, nehmen wir auch mit. Unterbrochen werden kann man ja nicht. Oh oh. Jetzt wird der zweite auch noch mit Rüstung versehen. Warum das denn? Der war gar nicht schlecht. Der war auch nicht sonderlich verkehrt. So, Gruppe Aurora kommt mit rein für den Finn. Jetzt kann die unterbrochen werden, glaube ich, ne? Das ist nicht gut. Natürlich kann sie. Mist. Ich muss noch so ein Teil reinziehen. Jetzt sofort. Ja, jetzt sofort. Theoretisch nur das auf Aurora. Nur einen und den auf ihn, dass wir den auf jeden Fall zurücksetzen. Da wird ja den meisten Schaden machen. Ja, das haben wir gut gemacht. Oh Mann. Dass das gleich mit einer Schadenssteigerung hier aufwiegt, ist nicht gut. Boah. Das ist natürlich ärgerlich. Engus, komm raus. Verspotten. Der frisst es natürlich jetzt richtig, ne? Der holt sich alle drei Schläge ab. Der ist fast tot. Aber ich muss den Lichtstrahl hier irgendwie hinbekommen. Wen nehme ich? Den muss ich nehmen. Oh.
So, dass wir wenigstens einen unterbrochen haben. Oh ja, der saß. Das war's. Das war's, wir sind tot. Man hätte es so schnell gar nicht gedacht, aber... Einmal kurz nicht aufgepasst und schon geht's hier ab. Wahnsinn. Da sind wir wieder zurück. Ja. Magieresistenzaufwertung. Wir können nur versuchen, so viel wie möglich hier jetzt noch in die einzelnen Kollegen reinzubuttern. Und dann, ja, da irgendwie noch weiterzukommen, aber schwierig, schwierig. Das bringt, glaube ich, auch mehr, als da jetzt den Zweier zu verteilen. Sammel Doppeltreffer. Verschießt einen Pfeil auf eine anvisierte dunkle Kreatur. Stirbt das Ziel, wird ein Folgeangriff ausgelöst. Klingt gut. Nehmen wir mit. Und Stärke auf jeden Fall auch. So, der Kollege muss jetzt hier überrumpeln alle. Macht auf jeden Fall Sinn. Rüstung der Titanen. Ja, und die Lebenspunkte auch. Was haben wir hier? MP-Aufwertung nehmen wir mit und springen ins Feld. Ja gut, warum nicht? Eieieiei. Die Okuli müssen auf jeden Fall anders gemacht werden. Die Lähmung finde ich gut. Erhöht das Tempo. Du bekommst auf jeden Fall Licht. Hat Licht, bekommt Licht. Gut, dass wir zumindest ein bisschen damit reinpacken. Zum Palast von Lemuria. Ein neuer Versuch. Das ist ja auch die Sache, wenn der vorletzte Boss dann, na, aber dafür schon 3-4 Anläufe brauchen, warum sollten wir den letzten dann auf Anhieb packen, ne? Ich finde es aber hier super gemacht. Ihr habt auch gesehen, wir haben uns jetzt noch mal weiter verwandelt und sind jetzt in unserer finalen Form quasi schon die Königin von Lemuria. Wir müssen das nur noch bestätigen, indem wir die Umbra loswerden hier. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Gelesen haben wir schon. So, alle melden sich nochmal zu Wort. Und es beginnt. Könnte, bis sie erstmal alle zu verlangsamen. Na, ah, das kann die noch gar nicht hier. Ne, ich muss austauschen. Ich muss Aurora am besten gleich reinholen. Und dann muss ich sofort den Trank nehmen. Enorm wichtig. Muss ich die alle drei angreifen lassen. Oh Mann. Und da greift auch noch doppelt an. So, was können die? Oh Mann. Der hat Sinn gemacht, aber gut. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Alle drei unterbrochen, das war sehr gut. Den hier vorne, der muss der nächste sein, der fällt. Nein, 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 nein. Das ist schlecht, das ist schlecht. Oh, das war aber haarscharf. Lichtstrahl, alle natürlich, komm schon. Unterbrochen werden können wir nicht. Nein! Das ist schlecht.
Will jetzt nicht einen davon umhauen, dann hauen die uns um. Wir hauen uns um. Wir hauen uns um. Nein, nein. Ach nein. Ist nicht wahr. Das sah gut aus. Das sah verflucht gut aus. Kann ich diese blöde Reihenfolge nicht ändern? Das geht nicht, das scheint nicht zu gehen. Egal. Auf ins Getümmel. Also ihr könnt euch bei einem sicher sein, ich mache jetzt keine Folge, die eine anderthalbe Stunde geht, bloß weil ich das hier nicht schaffe. Also sollten wir jetzt wirklich hier völlig eingehen, dann müssen wir uns mit dem Finale heute doch noch gedulden. Ja, ja, kommt schon. Quatscht euch aus. La 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 la, die böse Umbra. Das Problem ist, dass wir immer eine Aktion auf jeden Fall schon verlieren, weil wir mit den falschen Leuten starten. Hm, ich weiß nicht mal, wen da auf Anhieb gleich. Wir müssen ja eine andere. Mach es mal anders. Mach mal das auf alle. Und ihn tauschen wir jetzt ganz einfach gruppenmäßig gegen Aurora. Man kann die nämlich auch gleich und die andere greift schon an. Und theoretisch sollte uns das Unaufhaltsamkeitselixier jetzt sogar noch helfen. Genau. Ja, die müssen wir abkönnen, das ist ganz klar. Hm, Schadensteigerung, ganz normal. Oh Gott. Hm. Das ist aber auch doof hier. Schaden erhöhen macht keinen Sinn. Ich muss den Lichtstrahl auf alle machen. In der Hoffnung, da kommt nicht jeder zum Angriff. Auf jeden Fall einen davon können wir ja schon mal ausschalten. Nein, das schafft sie nicht. Wir hätten den anderen nehmen sollen. Das war auch wieder mehr oder weniger Schwein gehabt. Tränke. Starkes Heiltonikum Aurora. Wichtig. Ah, das Problem, das ich hier gerade sehe, ist, der eigentliche Boss ist gar nicht so schlimm. Oh nein. Nein. Das war natürlich voll dämlich. Das Schlimme ist, er boostet seine zwei Vögel so heftig, dass wir hier ganz einfach nicht mehr gegen ankommen. Eine Wiederbelebung. Die geht sogar recht flott. Nein, 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 nein. Oh nein, nicht ausgewichen. Warum das denn? Wie kommt man denn auf so eine Scheiße? Ausweichen.
Das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Der haut uns um. Ich kann die Gruppe jetzt noch. Wen kann ich denn reinholen? Die Rubella kann ich mal mit reinholen. In der Hoffnung auf ein Überrumpeln auf alle. Was ist die nächste hin? Das war nicht unbedingt jetzt verkehrt, aber toll war es auch nicht. Tränke, wiederbeleben, was sonst? Ja, die hat nur noch 140, die ist gleich wieder im Eimer. Und unterbrochen, natürlich. Scheißdreck. Eieieiei. Warum hat denn die Wiederbelebung vorhin nicht funktioniert? Behindern alle. Nein, los. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich idiotischerweise nicht aufgepasst. Nein, und jetzt habe ich es nicht geschafft. Na, jetzt stelle ich mich doof an. Das war's gewesen. Jetzt stelle ich mich noch doof dazu an. Ich kann nichts tun. Oh Mann, Leute, das tut mir echt leid. Ich bin zu doof. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wahrscheinlich wieder bloß mit ein bisschen Glück. Pass auf, ich versuch's noch eine Runde. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als das immer und immer wieder zu versuchen, oder? So, ganz neuer Versuch. Wir lassen uns nicht rausbringen von den Fehlschlägen. Völlig motiviert gehen wir wieder ans Werk. Und dann wird das schon klappen. Wenn ich wüsste, wie wir das am besten machen, gehen wir nur auf einen, nehmen wir die Attacken, die alle angreifen. Das ist zum Mäusemelken. Ja. Dass man sich das immer wieder angucken muss, ne? Großer, böser Drache. So, wie machen wir das am besten? Wir versuchen es mal mit den beiden gemeinsam jetzt hinzubekommen. Und hier vielleicht mit... Oh ne, also ich brauche auf jeden Fall das Elixier. Das ist wichtig. Ansonsten halten die uns ja auf und unterbrechen uns, und das ist schlecht. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall alle... Ne, nur einen. Weil wir jetzt natürlich zum einzigen Mal nicht die Attacke genommen haben, die alle angreifen. Nein. Wir nehmen... Ich weiß auf Stelle gar nicht, was man nehmen soll. Hey, das tut aber auch alles weh.
127, das reicht nicht. Zack, hast du drauf. So, was verwundbar durch Licht, der Schlaf ist so gut. Nein, doch nicht ausweichen. Der Schlag macht vielleicht sogar Sinn. Ich ziehe mir erstmal ein starkes Heiltonikum rein. Wahrscheinlich mache ich das mit Finn auch gleich. Muss ja, geht nicht ohne. Schaffe ich das bei allen? Nein, das wird nichts. Bei denen könnte ich es noch packen. Ach, mittlerweile können die uns auch wieder unterbrechen. Sehr gut. Kriegen wir jetzt voll auf den Sack. Finn, ganz normaler Schlag auf ihn. Und natürlich nehmen wir wieder ein Unaufhaltsamkeitselixier. Und zwar für alle. Wir können ja hier gerade eh nichts machen. Also abwarten, dass sie uns niederringen. Oh je, da war er dahin. So, Tränke. Einmal wiederbeleben, bitte. Also, sobald es mit den Tränken losgeht, dass man wirklich nur noch hier ums Überleben kämpft, geht's schief. Weil dann hat man keine Zeit mehr, Attacken zu nehmen. Du bist die ganze Zeit nur dabei und versuchst, dich am Leben zu halten, während die dich langsam aber sicher niederknüppeln. Ja, zum Glück nicht unterbrochen. Oh, der war gut. Wir gehen komplett auf den los und der geht nicht klein. Keine Chance. Jetzt haben wir auch noch einen davon zurücksetzen können und haben die Chance auch noch vertan. Seht ihr, jetzt geht der ganze Mist wieder los. Jetzt müssen wir wiederbeleben. Es sei denn... Ne, dann wird Finn wieder zurückgesetzt und jemand anders kann zwar jetzt attackieren. Oh, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich hole jetzt einfach mal Robert rein. Denn jetzt im Moment sind wir alle noch weit weg. Vielleicht schaffe ich ja ein Behindern auf alle. Mal ein bisschen Zeug sammeln. Komm, schaffst du. Ja! Achso, Wasser. Ich kann sie nicht mehr unterbrechen. Ich kann sie wirklich nur verlangsamen. Einfaches Behindern war hier vorne eigentlich nicht verkehrt gewesen, ne? 320. Aufhaltsamkeit. So, wir sitzen wieder am längeren Hebel. Das ist nicht schlecht. Behindern alle. Keine Punkte. Schlag auf. Ja, egal, können eh nicht unterbrochen werden. Angreifen tun sie sowieso, weil wir die nämlich auch nicht unterbrechen können. Vielleicht kriegen wir diesen kleinen Penner ja, irgendwann mal kaputt. Ja, einer liegt. Einer ist weg. So.
Ich nehme Behindern, aber wahrscheinlich nur auf einen einfachen. Nicht auf den. Und du kannst immer schön einen Trank reinziehen. Das war nicht blöd. Ein normaler Schlag auf ihn. Und ein Feuerregen. Hatte ich Aurora jetzt schon mal drin? Nö, ne? Heißt letztendlich ja... Oh, der Feuerregen ist gut. Weil wir Lichtschaden abgegeben haben. Ja, dann haben wir ja für den Dicken, wenn dann bloß noch der Dicke da ist, haben wir ja Aurora. Die kann dann getrost da draufhauen. Obwohl der mit seinem Lichtschaden eigentlich auch ganz gut draufhaut. Das schaffen wir. Unterbrochen? Nee, sogar ganz weg. Leute, es sieht gut aus. So. Wir nehmen den Schlag. So. Das wird der Endspurt werden. Und da ist mir doch tatsächlich im finalen Kampf die Aufnahme abgeschmiert. Meine Festplatte ist vollgelaufen. Ich habe euch ja gesagt, wir machen hier einen riesengroßen Aufnahmemarathon. Will nicht wissen, wie viele Folgen ich jetzt schon aufgenommen habe. Und ausgerechnet im finalen Kampf schmiert mir das ab. Ihr seht, es ist immer noch der gleiche Kampf. Ich bin immer noch mit Robert und Finn unterwegs. Ich weiß auch nicht, wann jetzt genau mitten im Kampf das Ganze abgebrochen ist. Ich wollte nur gerade die Folge rotzendreckig beenden. Und dann habe ich gesehen, der nimmt gar nicht mehr auf. Also, für euch ist das hier jetzt der Bildschirm, den ihr euch gut einprägen solltet, denn ich mache jetzt einen Folgencut, ich muss das mal umstellen. Und dann geht's morgen weiter. Morgen hauen wir dann wirklich diesen Boss um. Viel kann er nicht mehr haben, wir machen das jetzt gleich fertig. Und dann seht ihr morgen das Ende. Bis dahin, haut rein, ciao!